Guten Morgen, wir haben jetzt Tag 3 des wunderschönen Ausblicks. Mal ein bisschen Licht reinlassen. Und wie man sieht, das Wetter ist nicht so pralle heute. Also es ist nicht schlimm, es ist jetzt warm und so weiter. Aber das Problem ist, dass es sehr wolkig ist. Und wir haben uns überlegt, wir mieten uns ein Auto. Passenderweise zu dem wolkigen... Wer hat dein Cabrio bestellt? Richtig. Guten Morgen. Zu dem passenden Wetter ein Cabrio bestellt. Und das Cabrio ist das teuerste, was es gibt, aber ja, egal. Genau, den gehen wir jetzt abholen in der Rezeption und dann fahren wir zum, ich habe vergessen, wie es heißt. Das ist so ein Aquarium, da kann man Fische und was weiß ich, solches Gedöns angucken. Übrigens, bevor Kommentare kommen, Bayern München Trikot, ja, Bayern München, mein Gott, Alter, kommt wieder runter. Ich trage das Ding, das ist, glaube ich, zum allerersten Mal, oder? Habe ich das schon mal getragen? Hast du schon öfters getragen. Ja, also leck mich am Arsch, ja, Bayern München, komm klar darauf. Hast du alles? Ja, ich habe alles. Hast du die Karte? Ja. Also, auf geht's, holen wir unser Auto ab. Auf geht's. Hast du Portemonnaie? Eine Frage. Ja, Portemonnaie ist da. Mal wieder das Aufzuggewarte, wie immer. Das sind ja auch die größten Aufzüge der Welt hier. 2000 Jahre später. Ja. Tja, mit dem Veganen ist nichts geworden, weil die Rezeption falsch angegeben hat. Deswegen haben wir jetzt einen Ford bekommen. Aber das macht eh nichts, weil das Wetter eh beschissen ist. Deswegen können wir auch den Ford nehmen. Das Auto verträgt keine Sonne. Und das sieht aus wie Scheiße. Ja, dann haben wir jetzt einen Ford. Achten Sie zu Ihrer Sicherheit auf sich ändernde Straßenverhältnisse und verwenden Sie die Sync-Sprachsteuerung während der Fahrt. Ja. Eine Statur. Wie drin? Statur. Was ist das denn für eine Scheiße? So, da sind wir. Nach einer abenteuerlichen Autofahrt, aber eine schöne Autofahrt, war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Da sind wir jetzt angekommen. Wetter ist nicht so prall, hier regnet sogar noch. Aber mal gucken, was auf uns zukommt. Schauen wir mal. Ja, hier weht auch eine steife Brise, aber nicht ohne. Ist
Und das war's. Jetzt bin ich mal gespannt, was das kosten wird. 1,85. Ja. So, das war das. Fazit. Nope. Also für die 25 Euro pro Person hatte ich einfach was Spektakuläreres erwartet, aber okay. Aber haben wir auch mal gemacht. Schadet ja auch nicht. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hinfahren. So geht die Erde vor die Arschkarte hier. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, nochmal Kart fahren zu gehen, weil es halt auf der Strecke lag. Das ist aber noch gar nicht geöffnet. Wir müssen jetzt ein bisschen warten. Hier ist die Kartbahn, sehe ich gerade. Oh, schick, Alter. Holy fuck. Das ist mal eine Kartbahn. Hast du schon mal Kart gefahren? Nein. Das ist lustig. Ich bin noch nie gefahren. Ja, mal gucken, wie es wird. Und danach gehen wir was essen. Ich habe nämlich auch Hunger. Wir haben nämlich unser Restaurant verpasst, dadurch, dass wir unterwegs waren. Und jetzt müssen wir das natürlich dementsprechend nachholen in einem Restaurant. Weil wir haben ja All-Inclusive, aber ja, waren halt unterwegs. Ist halt auch hier irgendwo, nirgendwo. Und da hinten ist so ein, na komm, so eine Wasserrutschen-Scheiße. Wasserpark. So ein Wasserpark, ja. War eigentlich auch eine Idee. Aber wir haben das Auto nur heute. Is it working? Can you see it? Ja, hola. Thank you.
Oh, right. Was jetzt? So, fertig für heute. Das war mega cool. Wir hatten beide sehr viel Spaß. Hey. Sie zum ersten Mal, ich mal wieder seit langem. Und habe gleich mal die Bestzeit gesetzt. Aber gut, ich habe auch ein bisschen Erfahrung damit. Und jetzt durfte ich gerade eben noch mal alleine fahren. Das war mega geil. Einfach auf Zeitenjagd gegangen. Bestzeit war 1,41. Ja, Quatsch, 0,415 irgendwas. Aber war cool. So, wir fahren jetzt erstmal was essen. Und dann ist der Tag auch schon rum, glaube ich, gell? Hier ist es 15 Uhr. Wir mampfen jetzt noch was und dann gucken wir mal, dass wir das Auto zurückbringen. Beziehungsweise müssen es ja nur bei uns abstellen. Also dann haut da rein. Auto abgestellt. Jetzt geht's futtern. Ach so. Ja, das ist halt immer der Nachteil als YouTuber. Ich hasse das YouTuber, Alter. Eigentlich mache ich das ja nur für uns als Erinnerung, aber man ist halt immer komisch angeguckt, wenn du mit der Kamera vor der Fresse rumläufst und mit dir selber sprichst. Hi, ich heiße Igor und ich habe ein ernsthaftes psychisches Problem.